Hallo, willkommen zu Exchange 2013, veröffentlichen von Exchange Server 2013 über TMG 2010. TMG, Threat Management Gateway, die Firewall von Microsoft, kann man auch mit Exchange zusammen verwenden, wird nicht mehr weiterentwickelt. Microsoft hat diese Dienste in die Cloud verschoben. Das heißt, wenn man jetzt zukünftig entsprechende Services haben möchte, geht das nur noch über Cloud-Dienste. Deshalb gucken wir uns das Ganze hier mal an. Vom Grundsatz her, wenn wir TMG haben, das heißt also eine Firewall vorne, über die der ganze Verkehr läuft, haben wir natürlich vom Grundsatz her ein klitzekleines Problem, weil wir auf der einen Seite die Daten weiterleiten müssen. Wir haben aber auch des Öfteren verschlüsselten Datenverkehr. Das heißt, das TMG muss die Daten entschlüsseln. Das heißt, das TMG muss dazu in der Lage sein, Endpunkt für SSL zu werden. Das ist aber eigentlich die Aufgabe von unserem CAS 1, der ja die Zertifikate hat, damit der TMG dann aber genau so agieren kann wie der CAS, müssen wir erstmal die Zertifikate auf dem CAS exportieren und dann auf dem TMG importieren. Dazu müssen wir uns das Zertifikat hier erstmal angucken. Am einfachsten machen wir da vielleicht mal eine MMC auf und holen uns dazu mal ein Snap-in, und zwar welches? Das Snap-in-Zertifikate zum Computerkonto. Fertigstellen, okay. Dann gucken wir uns mal die eigenen Zertifikate an. Ich mache das mal größer, damit man mehr sehen kann. Wir haben hier die eigenen Zertifikate, die werden hier angezeigt. Und da haben wir zum Beispiel das Zertifikat webmail.adatum.com. Das lassen wir uns mal anzeigen. Details. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Zertifikat zu exportieren. Jetzt haben wir aber die Situation, dass unser TMG genauso agieren können muss wie unser TMG, das heißt sowohl ver- als auch entschlüsseln, beziehungsweise umgekehrt sowohl ent- als auch verschlüsseln. Dazu braucht er aber dann den privaten Key auch. Das heißt, wir müssen hier oben den Haken setzen und das Ganze wird dann als PFX-Datei abgespeichert. Wir geben hier mal ein Kennwort ein. Und als Dateinamen nehmen wir mal, da brauchen wir jetzt keinen UNC-Pfad. C, so, loncas1 SSL-Cert. Da kommt dann der PFX-Anhang dran. Jupp, wurde erfolgreich abgeschlossen. Und wenn wir jetzt mal gucken, dann haben wir hier unser LondonCAS 1 SSL-Cert. Das müssen wir dann auf unserem TMG importieren. Das heißt, ich gehe erstmal auf mein TMG. Wo ist mein TMG? Da ist mein TMG. Und mache dort einmal dann eine Konsole auf, beziehungsweise auch eine MMX, auch wieder ein Snap-in hinzufügen, Zertifikate, das Computerkonto fertigstellen, okay, eigene Zertifikate, rechte Maustaste, alle Aufgaben, neues Zertifikat importieren, aus einer Datei, und zwar liegt die auf loncas1 auf C Dollar und heißt loncas1 SSL cert.pfx Kennwort PA Dollar Dollar W0RD. Wir markieren den Schlüssel mal als exportierbar und das kommt dann in unsere eigenen Zertifikate.
Sagen wir fertigstellen, jetzt gehen wir nochmal. Ach so, den wollte ich ja nicht speichern. Dich wollte ich nicht speichern. Jetzt gehen wir nochmal auf die TMG-Konsole und gucken uns da das nochmal an. Forefront TMG. Wir auf mal auf die Firewall-Richtlinie. Richtlinienaufgaben haben wir hier rechts außen. Und jetzt wollen wir den Exchange-Web-Zugriff veröffentlichen. Name der Zugriffsregel soll sein OWA-Zugriffsregel, Exchange-Version machen wir 2010 und dann machen wir hier vorne OWA und gehen auf Weiter. Wir haben im Augenblick eine einzelne Website, das heißt, da können wir auf Weiter gehen. Jetzt ist die Frage, wie der TMG mit dem CAS 1 reden soll. Da lassen wir das mal auf SSL. Und dann brauchen wir noch den internen Zeitnamen. Das ist loncas1addatum.com. Und annehmen für Webmail war das. Webmailadatum.com. Weil man natürlich immer dran denken muss, dass dort auch die DNS-Einstellungen entsprechend vorbereitet sein müssen. Dann legen wir hier einen neuen Weblistener an. Als Namen für den Weblistener nehmen wir HTTPS-Listener. Clientverbindung SSL. Extern, da werden die Schnittstellen angezeigt, die hier auf dem Rechner zur Verfügung stehen. Dann müssen wir das Zertifikat auswählen, das wir eben gerade zugeordnet haben. Da oben webmail.addatum.com, das ist das Richtige. Dann gehen wir hier auf Weiter. HTML-Formular-Authentifizierung ist okay. Können wir auch auf Weiter gehen. Die Single-Sign-On-Domäne ist adatum.com. Und Weiter und Fertigstellen. Damit haben wir unseren Weblistener. Können wir mal gucken, was wir da alles eingestellt haben. Und können dann auf Weiter gehen. Bei der Authentifizierungsdelegierung sind wir mit der Standard-Authentifizierung zufrieden. Hier vorne haben wir alle Benutzer, alle authentifizierten Benutzer, die damit arbeiten sollen. Das heißt, da können wir weitergehen, fertigstellen, ja, und konnten nicht gespeichert werden. Ah ja, da haben wir noch ein Problem. Hier haben wir unsere Zugriffsregel, die ist jetzt hier drin und wir sind aber mit der Konfiguration noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt nochmal auf den CAS 1 gehen, um dort selbst die Konfiguration noch zu abzuschließen. Ich gehe hier auf Server, virtuelle Verzeichnisse, habe da mein London CAS 1 OWA und das Verzeichnis müssen wir natürlich auch entsprechend anpassen. Und bei der externen URL dafür sorgen, dass dort jetzt Webmail, Adatum, OWA drauf kommt, sodass das dann da entsprechend passt. Da habe ich jetzt noch nicht auf die Authentifizierung geguckt, dann müssen wir nochmal einen Blick drauf werfen. Na, das dauert noch. Standard-Authentifizierung sollten wir verwenden.
Denn an dieser Stelle haben wir jetzt ja die Situation, dass nicht mehr der User direkt Verbindung aufnimmt mit unserem CAS-Server, sondern der User geht an den TMG und der TMG seinerseits nimmt dann eine Verbindung auf mit dem CAS. Und da der CAS selber kann natürlich das Formular dort nicht verwenden. Das heißt, das müssen wir hier entsprechend noch einrichten und hier speichern. Jetzt werden wir noch bekommen wir noch die Meldung, dass der IIS neu gestartet werden muss. Neben OWA wollen wir auch mal ECP einrichten. Da machen wir auch das mit der Standardauthentifizierung. Na, komm schon. Und wir müssen hier vorne natürlich auch die externe URL entsprechend anpassen und dafür sorgen, dass dort webmail.adatum.com ECP drin steht. Hier auch nochmal die Warnung mit dem IIS. Das sollten wir jetzt vielleicht mal machen. Dann machen wir mal ein IIS Reset. IIS Reset. Das hat dann soweit funktioniert. Das kann ich hier schon mal zumachen. Und jetzt muss ich nochmal wieder zurück zu meinem TMG. Und wenn wir dann auf dem TMG mal gucken, wir haben hier oben bei Firewall-Richtlinie unsere OWA-Zugriffsrichtlinie, Regel, Zugriffsregel. Und wenn wir da drauf gehen, da haben wir unten einen Punkt Regel testen. Und jetzt sieht das Ganze hier auch schon ganz anders aus, da wir auf unserem Client Access Server die Konfiguration soweit dann gemacht haben, bekommen wir für ECP und OWA da oben jetzt auch grünes Licht. Und da okay. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern. Wir haben hier ja ein TMG 2010 und das TMG 2010 kennt Exchange 2013 nicht. Deshalb gehen wir noch mal auf unsere Zugriffsregel und da haben wir dann oben einen Kartenreiter, der heißt Anwendungseinstellungen und hier vorne haben wir eine Abmelde-URL für veröffentlichten Server und die müssen wir ändern. Da müssen wir jetzt reinnehmen OWA-Log auf OWA. Wie gesagt, das ist eine Anpassung, die wir vornehmen müssen, weil sich das bei Exchange 2013 geändert hat. Das ist dann soweit alles okay. Die Regel getestet haben wir ja auch schon. Wenn wir das jetzt ausprobieren wollen, müssen wir mal unseren Client nehmen. Bei den Einstellungen die Netzwerkkarte auf extern stellen, anwenden, okay. Dann gehen wir nochmal auf den Client, machen mal OWA zu und gehen hier mal auf Windows, weil jetzt in unserer Testumgebung natürlich die Namensauflösung nicht funktioniert, weil der Telekom DNS meine interne Testumgebung natürlich nicht kennt. Das heißt, ich brauche Microsoft Windows, wo ist er denn hier? System 32 Drivers etc. Hosts öffnen mit Editor. Da machen wir einen Eintrag und zwar hat das TMG eine externe IP-Adresse von 192.168.2. Und da verließen sie ihn. Muss ich nur mal gucken. Und da haben wir den Webmail-Datum. Und wieder fehlt der Punkt. Der wird auch nur bei jedem zweiten Mal akzeptiert. Das speichern wir dann mal. Gehen da mal raus
und gucken mal, machen mal ein nslookup@webmailadatum.com. Das wird er wahrscheinlich noch nicht gemerkt haben. Dann müssen wir den Anmeldedienst nochmal neu starten. Jetzt müssen wir einmal den Explorer aufmachen und dort dann über HTTPS webmailadatum.com over zugreifen. Ach, und schon wieder, es ist jedes Mal dasselbe. Webmail, jedes Mal fehlt da ein Punkt. Irgendwie scheint meine Tastatur langsam die Geist aufzugeben. So, da fehlt noch irgendwas. Ja, eins ist mir noch eingefallen, was wir eben noch nicht gemacht haben. Wir müssen auf dem TMG, nachdem wir die ganzen Änderungen gemacht haben, hier oben noch einmal auf Übernehmen klicken, damit die Änderungen auch übernommen werden. Ansonsten macht der TMG dort an der Stelle gar nichts. Dann können wir auch mal wieder zurückgehen zu dem Client. So, und nachdem wir das dann alles richtig eingerichtet haben, sind wir dann auch bei Over. Ich bin jetzt hier auf meinem Client, habe über webmailadatum.com das aufgerufen und bin dann hier Adatum Administrator BA $W0RD.